Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen Cold Case aus dem Jahr 1997. Und zwar um den zuerst vermisst gemeldeten 14-jährigen Martin Drewes. Er verschwand am 17. Oktober 1997 und wurde später tot aufgefunden, circa 2 Wochen später. Der Fall wurde in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 14. Juli 2021 gezeigt. Trotz einiger Hinweise ist der Fall mittlerweile immer noch nicht gelöst und es scheint, als wenn die Polizei nicht wirklich weitergekommen ist. Zur Einleitung des Filmfalls sagt Rudi Zerne, ein Mord, der uns nach Mecklenburg-Vorpommern führt. Dort verschwand vor 23 Jahren der 14 Jahre alte Martin Drewes. Knall auf Fall. Weder die Eltern noch die Kripo können sich bis heute einen Reim drauf machen, was genau passiert ist. Doch die Ermittler sind sich sicher, unter ihnen, also damit meine die Zuschauer, gibt es jemanden, der heute den entscheidenden Hinweis geben kann. Die filmische Rekonstruktion beginnt dann am Samstag, dem 1. November 1997, in einem Waldstück in der Nähe des mecklenburgischen Ortes Dersenow. Dort findet eine Treibjagd statt. Dieser Wald ist direkt an der B5 der alten Fernstraße zwischen Hamburg und Berlin. Dersenow ist eine kleine Gemeinde mit knapp 500 Einwohnern zum 31.12.2008. Die Jäger versuchen in der Darstellung die überhandnehmende Population der Wildschweine in diesem Gebiet einzudämmen. Und in der Darstellung sind dann Treiber gerade dabei, das Wild aufzuscheuchen, mit lauten Rufen und dem Aufeinanderschlagen von Holz. Dann erzählt der Sprecher Christian Baumann, dass der 15-jährige Jan zum ersten Mal als Treiber dabei ist. Und ausgerechnet er macht an diesem Vormittag einen schockierenden Fund. In einem Gebüsch findet er eine Leiche. Er ruft sofort jemand von den anderen Treibern herbei, von denen natürlich auch sofort jemand kommt. Dieser schaut sich an, was Jan dort gefunden hat und sagt zu ihm, dass er da bleiben soll. Und der andere Treiber rennt dann schnell los, um dem Jagdleiter Bescheid zu sagen. Und auch Jan hat er gesagt, dass er jetzt zum Jagdleiter geht. Er gibt ihm dann auch die Anweisung, am Fundort aufzupassen und dafür Sorge zu tragen, dass keiner am Fundort etwas verändert oder anfasst. Die Kripo findet dann schnell heraus, dass es sich bei den Toten um den 14-jährigen Martin Drewes handelt. Dieser wohnt im ca. 10 Kilometer entfernten Beutzenburg. Beutzenburg hat etwa 10.500 Einwohner zum 31.12.2008. Martin Drewes wird seit 2 Wochen vermisst, eben seit dem 17. Oktober 1997. Und die nachfolgende Obduktion ergibt, dass er getötet und am Fundort abgelegt wurde. Also ist der Fundort nicht der Tatort. Die Rekonstruktion macht dann einen Sprung in die Vergangenheit. Zeitbereich Mitte Oktober 1997. Martin schläft noch und seine Mutter betritt sein Zimmer, um ihn zu wecken. Es muss dann Mittwoch, der 15. Oktober 1997 gewesen sein, da an diesem Tag die Schule nach den Herbstferien wieder anfing. Denn darauf wies die Mutter beim Aufwecken von Martin explizit hin. Christian Baumann erzählt dann, dass Martin auf die Realschule geht und zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester Jenny am Stadtrand von Beutzenburg lebt. In der Rekonstruktion macht sich die beiden Geschwister dann gerade für die Schule fertig. Die Mutter hat das Haus bereits verlassen, da sie zur Arbeit muss. Christian Baumann erzählt, dass die beiden Geschwister in verschiedene Realschulen gehen und gut miteinander auskommen. Das Verhältnis von Martin zu seinen Eltern ist zu der Zeit allerdings etwas angespannt. Dies liegt an der Pubertät, in der er sich gerade befindet, also eigentlich was ganz Normales. Und dass er sehr ungern zur Schule geht, dürfte auch an der Pubertät liegen. Die Nachmittage verbringt Martin oft mit seinen Freunden. Die Jugendlichen haben sich am Ortsrand auf einer Wiese eine Hütte gebaut, in der sie sich dann regelmäßig treffen. Als Martin dort ankommt, erzählt er in der Hütte, dass er von seinem Vater aufgehalten wurde, als die anderen fragen, wo er denn so lange bleibt. Der Grund, dass er so lange aufgehalten wurde, war, dass er in Mathe eine 4- hat. Und zwei der Jungs sprechen dann darüber, dass sie auf jeden Fall später aus diesem Ort abhauen, da es dort keine Perspektive gibt. Christian Baumann erzählt dann, dass Martin seine Nachmittage auch gelegentlich bei Alexander Lerchenfeld verbringt. Der Name ist allerdings geändert. Dieser ist 29 Jahre alt und die beiden kennen sich aus dem Beutzenburger Kulturhaus, in dem der 29-Jährige arbeitet. In dem Kulturhaus befindet sich auch eine Diskothek mit dem Namen Kulti.
Alexander Lerchenfeld und Martin Drewes verbindet die Leidenschaft zum Wrestling. Gemeinsam schauen sie auf Kämpfe im Fernsehen an. Wenn die beiden sich über ein Match unterhalten, welches gerade im Fernsehen läuft, erwähnt Alexander, dass Freitag wieder Kinderdisco in Kulti ist und fragt, ob Martin dabei ist. Martin sagt bestimmt. Und in der nächsten Darstellung ist man dann am 17. Oktober 1997. Martins Eltern sind zu Hause und Martin holt gerade ein paar Kleider aus einer Plastiktüte. Dazu erzählt Christian Baumann, dass das Ehepaar Drewes seinen freien Tag für Einkäufe genutzt hat. Außerdem ist ein Besuch bei der Oma der Kinder vorgesehen. Diese wohnt im Nachbarort. Martin und Jenny kommen erst später aus der Schule und fahren deswegen nicht mit. Die Mutter schreibt noch einen Zettel und teilt Martin mit, dass er an diesem Abend das neue Shirt anziehen kann, welches seine Mutter für ihn gekauft hat. Der Vater und die Mutter teilt ihrem Mann dann auch mit, dass sie ihm diese Notiz hinterlässt. Und der Vater fragt dann, heute Abend? Und die Mutter sagt ihm dann darauf, dass Martin heute Abend wieder ins Kulti geht. Christian Baumann erzählt dann, dass Martin sich außer für Wrestling auch für Fußball interessiert. Man sieht ihn dann mit anderen Jungs vor dem Haus Fußball spielen. Christian Baumann erzählt weiter, dass sich Martin ab und zu mit ein paar Jungs aus der Nachbarschaft trifft. Dies ist auch am 17. Oktober 1997 der Fall. Martin ist Fan vom BVB. Er schaut dann auf die Uhr und sagt, dass er los muss und fragt noch die anderen, ob später noch wer mit ins Kulti kommt. Einer der Jungs fragt dann, ob er dort heute wieder jobbt. Martin sagt ja und der andere Junge meint, vielleicht komme ich nachher noch vorbei und will dann wissen, wer auflegt. Und Martin sagt, der Ritchie, glaube ich. Martin geht ja nach Hause und findet dort den Zettel seiner Mutter mit dem Hinweis auf das neue Sweatshirt, welches in seinem Zimmer liegt. Er freut sich und dies kann man an seinem Gesichtsausdruck in der Darstellung sehen. Denn das Sweatshirt gefällt ihm. In der nächsten Darstellung befindet sich Martin dann bereits vor dem Kulturhaus. Christian Baumann erzählt, dass sich dieser nur etwa 100 Meter von seinem Elternhaus entfernt befindet. Die genaue Adresse des Kultis war der Weg der Jugend 1. Und von 19 Uhr bis 21 Uhr treffen sich hier die unter 18-Jährigen. Ob das so stimmt, bin ich mir nicht so sicher, denn 16-Jährige dürfen ja in solche Lokalitäten und zwar bis 0 Uhr von rechts wegen. Für Martin traf das natürlich noch nicht zu, denn er war ja erst 15 Jahre alt. Ich vermute mal eher, dass diese Kinderdisco für Jugendliche unter 16 Jahren galt. In der Darstellung hingen dann sogar Plakate, die aussahen, dass die Kinderdisco von 19 bis 21 Uhr ist und die Disco für Erwachsene, also ab 18, von 22 Uhr bis 3 Uhr morgens. Und Martin kommt weniger zum Tanzen in das Kulti. Ihm macht es einfach Spaß, dort mitzuhelfen. Geld bekommt er dafür nicht, nur freien Eintritt und gelegentlich ein Freigetränk. Er geht ja an die Theke und sagt zu Alexander, der dort bereits hinter der Theke steht, dass er noch kurz der Silvia hilft und dann wäre er da. In der Darstellung räumt er dann die leeren Gläser ab und geht auch zum Counter des DJs und nimmt diesem sein leeres Glas ab. Dieser fragt Martin dann, ob er ihm noch eins bringt und Martin fragt, was es denn war, was er getrunken hat. Der DJ sagt Cola, gerne mit Schuss. Martin schaut etwas irritiert, weil es in diesem Zeitraum in der Diskothek keinen Alkohol gibt. Und der DJ sagt ihm, dass er es einfach dem Alex sagen soll, denn er weiß schon, was er will. Und legt ihm dann noch ein Geldstück aufs Tablett. Einer seiner Freunde, mit denen er in der Hütte abhängt und mit dem er auch vorher Fußball gespielt hat, ist auch im Kulti. Und er findet, dass Martin sich richtig schick gemacht hat. Und dann wissen, ob das Sweatshirt neu ist. Martin bestätigt dies und sagt dann, dass er weitermachen muss. Martin ist dann zurück an der Theke und sagt Alex, dass der DJ Ritchie noch gern eine Cola mit Schuss hätte. Alex meint darauf, der weiß doch, dass es um diese Zeit keinen Alkohol gibt, macht ihm dann aber doch sein Wunschgetränk und sagt zu Martin, dass er nichts gesehen hat. Martin geht dann weiter in der Disco umher, um weitere leere Gläser einzusammeln und sie an die Theke zu bringen. Christian Baumann erzählt dann, dass um 21 Uhr Schichtwechsel im Kulti ist. Bevor die erwachsenen Besucher eingelassen werden, wird aufgeräumt und geputzt. Und auch dabei hilft Martin. Als Martin dann gehen will, trifft er noch einen Freund
oder Bekannten, den er lange nicht mehr gesehen hat. Und Martin fragt ihn dann natürlich, was los ist, warum er ihn nicht mehr so oft sieht. Und er sagt, dass er aktuell viel lernen muss, wegen der Gesellenprüfung. Und als die beiden dann zusammen das Kulti verlassen, sagt er zu Martin, dass er es heute Abend nochmal so richtig krachen lässt. Martin fragt, wieso. Und der Freund sagt, dass er noch zu einer Party in der Bahnhofstraße eingeladen ist. Martin sagt dann, Bahnhofstraße? Da komme ich noch ein Stück mit. Christian Baumann sagt, um 21.45 Uhr verlässt Martin das Kulturhaus. Offenbar hat Martin noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Und als sie dann dorthin gehen zu dem Haus, wo die Party stattfindet, erzählt der Freund dann so ein bisschen über die Party und was dort abgehen wird. Ja, und dann kommen die beiden an dem Haus an, in dem die Party stattfindet. Und aus dieser ist bereits laute Musik zu hören. Die beiden verabschieden sich dann um 22 Uhr und der Freund geht ins Haus und Martin geht zu Fuß weiter. Christian Baumann erzählt dann, dass Martin für den Nachhauseweg eigentlich hätte umdrehen müssen, also den Weg gehen, den die beiden zusammengegangen sind. Er läuft also genau in die entgegengesetzte Richtung. Und bis heute fragt sich die Kripo, wo er denn hin wollte. 2 Wochen später wird dann seine Leiche gefunden. Und damit endet dann die filmische Rekonstruktion des Falles. Zum Ende sagt Christian Baumann, dass unbekannt ist, unter welchen Umständen er ums Leben kam. Und in der Nachbesprechung begrüßt Rudi Zelle dann den ersten Kriminalhauptkommissar Kubischke und sagt, alles, was wir in dem Film jetzt gesehen haben, liegt über 20 Jahre zurück. Und nun ist der Fall neu aufgerollt worden und fragt dann, ob es neue Erkenntnisse gibt. Der Kriminalhauptkommissar sagt, bisher noch nicht, aber man verspricht sich von der Darstellung bei Aktenzeichen neue Hinweise, insbesondere aus dem Umfeld des Opfers. Es wurde zwar damals schon das Umfeld befragt, aber der Kriminalhauptkommissar weist dann darauf hin, dass diese Aussagen damals wesentlich von den Umständen, in denen sie gelebt haben, geprägt waren. Man glaubt, dass diese Personen sich jetzt weiterentwickelt haben in den letzten 20 Jahren. Und viele wissen gar nicht, dass in der Sache neu ermittelt wird. Also auf gut Deutsch, man geht davon aus, dass aus seinem Umfeld nicht alles erzählt wurde, beziehungsweise vielleicht auch nicht die Wahrheit erzählt wurde, eben wegen freundschaftlicher Bande oder ähnliches. Und jetzt, eben 20 Jahre später, da sich diese Kontakte dann wahrscheinlich in den allermeisten Fällen aufgelöst haben, eine Chance ist, dass jemand redet. Das Problem ist allerdings, dass damals viele Jugendliche Boitzenburg wegen Perspektivlosigkeit verlassen haben und jetzt in anderen Bundesländern oder im europäischen Ausland leben. Man glaubt, dass unter diesen Personen Zeugen sind, die wesentliche Hinweise geben können. In dem jetzt eingeblendeten Bild seht ihr einmal die Örtlichkeiten. Das Gebäude über dem eingezeichneten K ist das Kulti. Etwas weiter rechts ist ein Gebäude mit dem eingezeichneten E. Das ist das Elternhaus von Martin. Und wenn ihr dann noch ein bisschen weiter rechts guckt, seht ihr dort ein eingezeichnetes P. Und dort fand die Party statt. Und wie schon gesagt, eigentlich hätte Martin dort umdrehen müssen. Aber er ging die Bahnhofstraße weiter. Woher man jetzt genau weiß, dass er die Bahnhofstraße weitergegangen ist, wird nicht gesagt. Ob ihn da irgendwelche Zeugen gesehen haben oder ob das eben die Aussage des Freundes oder Bekannten ist, der in dem Haus dann in die Party gegangen ist, der gesehen hat, dass Martin diese Bahnhofstraße weiter in falscher Richtung gelaufen ist. Laut Angaben auf der Seite des BKA ist das Wohnhaus etwa 150 Meter entfernt vom Kult. Der Kriminalhauptkommissar möchte dann wissen, wer ihn danach noch gesehen hat oder mit ihm gesprochen hat. Es gab Hinweise auf mögliche Orte, aber alles bisher noch sehr vage. Und die bezogen sich zumeist auf die Zeit vor dem Verschwinden. Und dann kommt der Kriminalhauptkommissar auf eine Villa zu sprechen, die es dort gibt. Und zwar befindet sich diese Villa an der Markthorstraße 9. Dort hätten zu dem Zeitpunkt Personen aus verschiedenen Milieus gewohnt. Abiturienten, Studenten, aber auch Personen aus dem kriminellen Milieu. Die Villa wurde in den 1990er und 2000er Jahren zu einem kleinen Hotel umgebaut. Davor war die Villa Eigentum der Boitzenburger Fliesen GmbH und wurde für Gäste genutzt. Die Villa war Bestandteil von mehreren polizeilichen Durchsuchungen wegen Rauschgift.
Bekannt ist, dass Martin Drewes kein Rauschgift konsumiert hat. Aber der Kriminalhauptkommissar will wissen, warum Martin die Villa besucht hat und wen er dort besuchte. Also das scheint sichergestellt zu sein, dass er dort zumindest ab und zu mal Gast in dieser Villa war. Eine Spekulation ist, dass er eventuell dort etwas sah, was er nicht hätte sehen sollen und dass er deswegen dann sterben musste. Die Villa befindet sich allerdings in entgegengesetzter Richtung, in der er gegangen ist. Das seht ihr jetzt hier auch nochmal wieder eingeblendet. Ganz links ist dort ein V eingezeichnet, das ist die Villa. Und weiter rechts dann wieder mit einem K das Kulti. Und dort, so praktisch schräg drüber, befindet sich ja das Elternhaus. Also in diese Richtung ist er dann wohl nicht gegangen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass er freiwillig gegangen ist. Er hatte auch nicht viel Geld und hatte geplant oder war bereits dabei, sich Geld mit Flaschensammeln dazu zu verdienen. Dann erzählt der Kriminalhauptkommissar weiter, dass bereits damals ein rotes Fahrzeug im Fokus der Ermittlungen stand. Mittlerweile wurde ermittelt, dass es sich um einen VW Bulli gehandelt haben dürfte. Seht ihr auch eingeblendet. Der Fahrer des Fahrzeugs hat auch andere Jugendliche angesprochen, mit ihm zusammen Flaschen zu sammeln. Und dann wird ein Schuh gezeigt, den Martin an diesem Abend trug. Er trug nur noch den linken, der rechte fehlt. Das Bild des Schuhs und andere Punkte seht ihr auf der Seite des BKAs, welche ich euch verlinkt habe. Die Frage ist, wo ist der rechte Schuh? Und damit endet dann auch die Nachbesprechung. Nach der Ausstellung bei Aktenzeichen hatten mehrere Anrufer Namen von Kontaktpersonen von damals genannt, mit denen das Geschehen vom Verschwinden von Martin am 17. Oktober bis zum Leichenfund am 1. November 1997 aufgeklärt werden könnte. Die genaue Todesursache wurde nicht genannt, da dies Täterwissen ist. Und sicher ist, dass Martin bekleidet aufgefunden wurde. Also kann man daraus schließen, dass ein Sexualdelikt wohl nicht in Betracht kommt. In einem Artikel der SVZ vom 23.11. heißt es, 24 Jahre nach dem bislang ungeklärten Mord an dem 14 Jahre alten Martin Drewes haben Ermittler der Polizei das ehemalige Kulturhaus in Boitzenburg nach möglichen Spuren und Hinweisen zu dem Fall untersucht. Bei dem Einsatz sei diverses Material sichergestellt worden, erklärte die Sprecherin des Rostocker Polizeipräsidiums. Ein Beamter des auf Spurensicherung spezialisierten Kriminaldauerdienstes habe zudem Fotos angefertigt, teilte die Sprecherin mit. Das ehemalige Kulti in Boitzenburg sei aber nicht der Tatort, so die Sprecherin. Für die Ermittlungen ist das Gebäude dennoch relevant. Es ist der Ort, an dem das Opfer nachweislich zuletzt lebend gesehen wurde. Mit der Untersuchung des Hauses wollen wir sicher gehen, dass dort nichts rumliegt, was für die Ermittlungen relevant sein könnte. Das ehemalige Kulturhaus ist seit mehreren Jahren unbenutzt und nach Angaben der Polizei stark einsturzgefährdet. Es habe dort in den vergangenen Jahren auch zweimal gebrannt. Die Polizei sei bei ihrem Einsatz deshalb vom Technischen Hilfswerk unterstützt worden. Die Technischen Hilfswerkshelfer hätten unter anderem die Treppen abgesichert. Und dann gibt es wieder eine etwas andere Zeitangabe als bei Amtszeit Y. Dort heißt es, der 14-jährige Martin besuchte am 17. Oktober vor 24 Jahren die Disco im Kulti, das nur etwa 100 Meter von seinem Zuhause entfernt lag. Gegen 22 Uhr, so haben es die Ermittler rekonstruiert, verließ der Junge das Kulturhaus. Zunächst war er mit einem Bekannten noch ein Stück gemeinsam gegangen und dann alleine zu einer noch unbekannten Adresse aufgebrochen. Wenn er aber mit dem Bekannten aufgebrochen ist, dann wurde er doch an dem Punkt, an dem die beiden sich verabschiedeten, das letzte Mal nachweislich lebend gesehen und nicht im Kulti. Oder glaubt man dem Zeugen, mit dem er zusammengegangen ist, nicht so hundertprozentig? Ist da irgendwas unklar? Auf jeden Fall passt das nicht zusammen. Und es wurde dann auch eine Cold Case Einheit gegründet. Diese wurde aber bereits 2023 aufgelöst. Auf eine entsprechende Anfrage hat das Innenministerium Folgendes erklärt. Die Cold Case Unit habe von 2018 bis 2022 bestanden.
Die sogenannten Eilverfahren wurden von den vier Kriminalinspektionen im Land bearbeitet. Die dort aufgearbeiteten Verfahren, insgesamt sind es drei, an denen intensiv ermittelt wurde, werden jetzt von einem Polizeibeamten fortgeführt. Dies ist zum einen der Fall Martin Drewes, zum anderen geht es um zwei ermordete junge Frauen aus Schwerin. Innerhalb weniger Tage 1991 wurden deren Leichen im Schweriner See entdeckt. Das dürfen die Fälle Antje Mundstock und Claudia Lade gewesen sein. Das sind die Informationen, die ich in dem Fall zu dem Mord an Martin Drewes finden konnte. Also in der Darstellung Beamtenzeugnis Y passte das diesmal sehr gut zu dem, was ich ansonsten hier im Internet zu dem Fall finden konnte. Aber was ist mit Martin passiert? Es wurde natürlich auch noch darüber gesprochen, dass Martin, der sich in der Pubertät befindet, natürlich kaum noch etwas von seinem Leben oder nur wenig seinen Eltern und auch, sagen wir mal, seiner Schwester erzählt hat, dass es dann natürlich ihm Geheimnisse gab und auch wo er teilweise hingegangen ist. Und das ist auch ganz normal. Aber wie schon gesagt, wenn er zu der Villa gegangen wäre oder gegangen ist, dann hätte er nochmal umdrehen müssen. Dann hätte er direkt an dem Haus, wo diese Party stattfand, umdrehen können oder müssen. Zu diesem roten Bulli gibt es jetzt weniger Informationen. Ich vermute mal ganz stark, dass der tagsüber eben mehrfach Jugendliche angesprochen hat, ob sie mit ihm Flaschen sammeln wollen, ob der Wagen irgendwie dann in der Nacht dort gesehen worden ist. Wie schon gesagt, dazu gibt es dann keine Information. Es ist schwierig zu sagen. Man könnte natürlich eventuell auch einen Unfall vermuten. Aber da die Polizei natürlich nach der Obduktion von einem Gewaltverbrechen ausgeht, können wir das ausklammern. Da er vollständig bekleidet war, kann man auch ein Sexualdelikt soweit ausschließen. Ich vermute mal ganz stark, dass er mit irgendjemandem Streit hatte, dass es irgendwie ein Problem gab, von dem niemand etwas wusste und ob diese Person oder ob diese Personen dürfte er in der Nacht getroffen sein. Und mit Sicherheit weiß jemand aus seinem Umfeld Näheres und hoffen wir mal, dass irgendwann jemand seinen Mund aufmacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.